Pappelholz aus den feuchten Niederungen von Ruhr und Wurm. Ausgangsmaterial für einen aussterbenden Handwerksberuf, den Klompenmacher. Das weiche Holz der schnell wachsenden Kanadapappel eignet sich ganz besonders für die Herstellung von Holzschuhen. Im Winter werden die Bäume gefällt, zersägt und mit Spezialfuhrwerken an ihren Bestimmungsort gebracht. In der kleinen Ortschaft Porselen bei Heinsberg befindet sich die Werkstatt von Jakob Hermanns, einem der letzten Klompenmacher am Niederrhein, der 1976 seine Produktion eingestellt hat. Für die Filmaufnahmen demonstriert er die verschiedenen Arbeitsgänge, die zur Fertigung von Holzschuhen nötig sind. Der erste Arbeitsschritt findet im Freien statt. Das Spalten der zuvor auf Holzschuhlänge gebrachten Stammstücke auf dem Haublock. Jedes der etwa gleich großen Teilstücke ergibt später einen Holzschuh. Circa 4 bis 6 Klompen Rohlinge stecken in einem einzelnen Bollen. Mit der Handfläche misst Jakob Hermanns die günstigsten Spaltstellen des Rundblockes ab. Dabei richtet er sich nach dem Verlauf der Holzmaserung. An den vorgesehenen Stellen setzt er danach die Spaltkeile ein. Jakob Hermanns, Jahrgang 1902, ist in seinem Handwerk, das schon sein Vater und Großvater ausübten, 60 Jahre lang tätig gewesen, seit 1934 als Meister. In den guten Zeiten vor dem letzten Krieg, als er 3 bis 4 Gehilfen beschäftigen konnte, benötigte seine Werkstatt über 100 Kubikmeter Pappelholz im Jahr. Es gehört einiges Geschick dazu, das Stammstück so aufzuspalten, dass möglichst wenig Holzabfall entsteht. Durch seine jahrelange Erfahrung und ein gutes Augenmaß kann Hermann sogar auf den ersten Blick erkennen, wie viele Klompen in einem Bollen drin sitzen. Auch welche Schuhgrößen sich später ergeben, ist ihm oft jetzt schon klar. Nächster Arbeitsschritt. Der Klompenmacher schlägt auf einem zweiten Hauptblock die Rinde von den Teilstücken ab. Holzschuhmacher sind am Niederrhein schon seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar. Für zahlreiche Orte in dieser Region war das Handwerk von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Die Jahre vor dem letzten Weltkrieg, als sich die Betriebe in Teilbereichen auf maschinelle Produktion umgestellt hatten, waren für die Holzschuhmacher eine besondere Blütezeit. Fast in jedem Dorf gab es mehrere Klompenwerkstätten. 1938 waren es zum Beispiel über 180 Betriebe im Raum Heinsberg, davon allein 65 in Porselen. Während vielerorts die Holzschuhmacherei als Zuerwerb neben der Landwirtschaft betrieben wurde, ging man in Porselen und Umgebung dieser Tätigkeit meist im Hauptberuf nach. Mit dem Einkerben des Oberteils und dem Anlegen von Ferse und Spitze gibt der Klompenmacher die Form des linken bzw. rechten Holzschuhs vor. Nach und nach entsteht der Klompenrohling. In der Werkstatt. Die Kopiermaschine der Flensburger Maschinenbaufirma Anton und Söhne, 1935 angeschafft, war bis zuletzt Jakob Hermanns einziges Zugeständnis an die Mechanisierung. Thank you.
Hermanns schiebt einen Rohling in die Kappvorrichtung der zweiteiligen Kopiermaschine ein und befestigt ihn. Danach sucht er ein passendes Modell, auch Leisten genannt, für die vorgesehene Klumpengröße aus. Dieses Modell spannt er im hinteren Teil der Maschine unterhalb des Rohlings ein. Für den nächsten Arbeitsschritt holt Hermanns ein Modell für den Bohrteil der Kopiermaschine. Mit Hilfe von Holzkeilen befestigt er das Modell im Gerät. Zurück zur Kappmaschine. Sie läuft vollautomatisch, während der Bohrteil der Kopiermaschine als Halbautomat funktioniert. Hermann setzt die Fräse mit den Kappmessern in Gang, die nach und nach die äußere Form des Holzschuhes abdrehen. Über einen Rahmen sind Rohling und Modell miteinander verbunden und drehen sich mit gleicher Geschwindigkeit. Die Bewegung des Rahmens bestimmt dabei die Form des eingespannten Modells. Damit das Modell nicht zu schnell verschleißt, darf nur ein geringer Druck ausgeübt werden. Um es besser vor Abnutzung zu schützen, schlägt der Klompenmacher häufig Nägel unter die empfindlichsten Stellen, zum Beispiel am Absatz. Die Kopiermaschine brachte für die Werkstatt Hermanns eine enorme Steigerung der Produktionskapazität. Während der Meister früher nur 7 bis 10 Klompen am Tag herstellen konnte, schaffte er mithilfe der Maschine 70 bis 80 Paar täglich. Mit der Kopiermaschine konnte er jedoch nur einige grobe Arbeiten ausführen, sodass die Zurichtung per Hand in allen Herstellungsphasen notwendig blieb. Jakob Hermanns bediente die Maschine stets allein. Nur bei den Vor- und Nacharbeiten gingen ihm manchmal ein Geselle, oft aber auch Frau und Tochter zur Hand. Die fertig abgedrehten Klompen bearbeitet Hermanns auf dem Schneidstock weiter. Mit dem beweglich befestigten Blockmesser beschneidet er die Vorder- und Hinterkappen, in denen beim Abdrehen die Drehspindeln saßen. Anschließend kommen die Klompen in die Bohrmaschine, wo das Fußteil ausgehöhlt wird. Modell und Rohling sind nebeneinander in die Maschine eingespannt. Durch Hin- und Herbewegen per Hand dreht sich der fest installierte Löffelbohrer allmählich in den Holzschuh. Breite und Tiefe des Fußteils gibt der parallel zum Bohrer angebrachte Fühler vor. Diese Arbeit erfordert große Aufmerksamkeit und eine sichere Hand.
Weiter geht es an der Holzschuhbank, der Cap, in die Hermanns das Klompenpaar nebeneinander einspannt. Verschiedene Handschneidegeräte sind nötig, um die Feinarbeiten an den Holzschuhen ausführen zu können. Mit dem beidseitig schneidenden Fersenmesser modelliert und glättet Hermanns das Fersenlager und die Seitenteile. Mit einem Hohlmesser räumt er das Innere des Oberteils, des sogenannten Himmels, aus. Von Zeit zu Zeit müssen die Schneidwerkzeuge nachgeschliffen werden. Hermanns verwendet hierzu einen angefeuchteten Abziehstein. Auf einem Holzstück gibt er dem Messer den letzten Schliff. In einen der beiden fein bearbeiteten Holzschuhe trägt Hermanns die Klumpengröße ein. Am Schneidstock wechselt der Klumpenmacher nun das Messer. Er tauscht das Blockmesser gegen eines mit schmalerer Schnittfläche aus. Mit diesem Messer beschneidet er die oberen, noch scharfen Ränder der Holzschuhe und bringt die Vorder- und Hinterkappen in Form. Einige Kunden von Jakob Hermanns kaufen ihre Klompen direkt bei ihm in der Werkstatt. Moin, Junge. Moin. Okay, Junge, neue Hemdler, ja, 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 ja. Ich muss noch ein paar Klompen haben. Ganz der Hand. Was hast du denn schon? 42. 42. Frau! Ja? Bringt wie bei euren Trentier. Jo. Wie läuft der Chef da noch? Ach, gut, gut, gut. Ich merke es schon. Und das wie. So. Ja. So. Und was kriegst du da bei mir? Ich krieg 15 Mark. Ja. Wie kriegst du die an Mama? Nee, ich hab Mama. Ja. Ich hab mich nicht an Geld. Ja, ich hab dich schön. Der ist mir gut hier. Und ich krieg Geld. Und Mama wird gut, ne? Ja. So, 15 Mark, ne? So. Ja, die Augen war überschritten, dann musst du ja. Ah, musst du neu, ja. Ne? Ja, Jakob, jetzt wollte ich hier, weil ich habe noch mal hier ja, zu tun. Aber in der Wärmte immer komme ich nach Land zu dir. Ja, ja, ja. Dann würde ich dich noch für Glück. Ne? Ja, ja, und das Junge, ne? Alles Gute. Ja, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Klompen gibt es in verschiedenen Ausführungen. So unterscheidet man zum Beispiel zwischen dem rheinischen und holländischen Holzschuhtyp. Der wesentliche Unterschied besteht hierbei in der Größe des Himmels, also des Oberteils.
Das Oberteil beim Holländer reicht über den ganzen Fußrist hinweg und gibt dem Holzschuh so seinen festen Halt. Beim rheinischen Klompen, wie hier zu sehen, überdeckt der Himmel nur einen Teil des Fußrückens. Den richtigen Sitz erhält er daher erst durch einen Lederriemen in Höhe des Fußgelenks. Jakob Hermanns hat beide Typen hergestellt, den Holländer allerdings erst in den letzten 10 Jahren. Die Holzspäne, die beim Ausräumen der Klompen anfallen, verwendet Hermanns für den Werkstattofen. Bei den weiteren Feinarbeiten sitzt Meister Hermanns auf dem sogenannten Esel, einem dreibeinigen Holzschemel mit einem in den Sitzbalken eingelassenen Holzpin. Mit einem langstieligen Hohlmesser glättet er die Seitenkanten am Übergang zum Himmel. Mit dem Handbohrer dreht Hermanns kleine Löcher in die Innenseite der Holzschuhe, damit er sie dort später paarweise mit Draht zusammenbinden kann. Die Werkstatt Hermanns produzierte Klompen in großen Mengen. Hauptabnehmer waren in den 30er und 40er Jahren vor allem die chemische Industrie, Glasfabriken und die Eisenhütten im Ruhrgebiet. Der Absatz an die Industrie ging über den Großhandel. Jakob Hermanns belieferte die umliegenden Bauernhöfe monatlich selbst mit neuen Holzschuhen. Im nächsten Arbeitsschritt glättet Hermanns die Außenseiten der Klompen mit dem Schrappmesser, einem mit beiden Händen geführten Schneidwerkzeug. Diese Arbeit erledigt in anderen Werkstätten manchmal eine Schleifmaschine. Rittlings, auf dem Esel sitzend, klemmt Hermanns sich den Schuh zwischen Bauch und Holzpin, in dem sich zum besseren Halt des Werkstückes eine kleine Vertiefung befindet. Bis auf den Lederriemen sind einfache Holzschuhe damit fertig. Aus der Werkstatt Hermanns kommen aber auch Schuhe für besondere Gelegenheiten. Wochentags war früher der schlichte, unbemalte Holzschuh üblich. Sonntags bevorzugten Erwachsene schwarz gefärbte Klompen. Kinder liefen gern in roten oder blauen Holzschuhen herum. Diese besseren Schuhe werden noch verschönert und verziert. Dabei hilft die Tochter des Klompenmachers. Vielfach schmücken die Klompen auch eingeritzte Blumenmuster. Feine Verzierungen bringt der Klompenmacher mit dem sogenannten Blümchenmesser an. Das Markenzeichen von Jakob Hermanns war die Kornähre,
ein Symbol für die Landwirtschaft, die er und andere Klompenmacher im Nebenerwerb betrieben. Holzschuhe sind heute vor allem als Andenken gefragt. Gelegentlich trägt man sie jedoch noch bei der Gartenarbeit, bei folkloristischen Veranstaltungen oder benutzt sie als Pflanzkübel. Mit Jakob Hermanns hat einer der letzten Klompenmacher im Rheinland seinen Betrieb aufgegeben. Holzschuhmacherwerkstätten sind nur noch im Museum zu besichtigen. Wer heute noch Klompen haben will, muss seine Schuhe aus Holland, dem klassischen Holzschuhland, importieren.